Hallo und willkommen zurück zu Mario Party Hyperstars. Heute, was machen wir? Wir haben uns noch nicht Gedanken darüber gemacht, aber uns fällt was Cooles ein. Bestimmt. Jedes Mal, wenn Entei brüllt, bricht ein Vulkan aus und jedes Mal, wenn ein Vulkan ausbricht, wird ein Entei geboren. Ja. Welche Map spielen wir, Jungs? Was wollt ihr spielen? Spaceland war ziemlich schrecklich zu uns das letzte Mal. Wollen wir es nochmal versuchen, oder? Von mir aus. Ist das so? Später werden wir so oder so jede nochmal gespielt haben. Mhm. So, wir machen natürlich 15 Runden, normale Bonussterne, Minispielregel, keine Minispielregeln. Nein, Minispielregeln aus. Das hat uns so viel Zeit gespart, Minispielregeln auszumachen. Oh. Oh, warte, sie waren aus. Nein, sie sind nein. Hallo? Achso, ich muss einmal B drücken, okay. B drücken immer gefährlich in den Spielen. Gute Menüs sind keine Stärke von dem Spiel. Paket hier. Was soll eigentlich Action, Geschick und Familie sein? Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Machen wir alle Arten. Ja. Okay. Was ist eure Lieblingstierart? Teammodus ging ja hier nicht. Ja, das wäre cool. Meine ist der Gorilla. Das ist auch seltsam, dass es das nicht gibt, weil sie im Vorgänger eigentlich ein cooles Konzept damit hatten. Mhm. Du bist ein Gorilla. Fully ist ein Otter-Typ, oder? Lieblingstiere? Nee, was du für ein Tier wärst. Unsere liebste Tierart? Nein. Schade. So geht, welches Tier man sein will. Ich denke, ein Otter wäre ziemlich weit oben dabei. Du hängst ein bisschen, schwimmst bis durch die Gegend, auf dem Rücken schläfst, hin und wieder tauchst du unter und holst dir einfach einen Lachs raus. Einfach einen frischen Lachs aus dem Wasser holen. Da bin ich dabei. Du hast zu viele Otter-Videos gesehen. Ich greife trotzdem lieber auf einen Braunbären. Ich habe letztens tatsächlich erst so ein Otter-Video gesehen, wo er ganz viel Lachsstücken als Belohnung bekommen hat. Boah. Der muss sich die Videos haben. Sind so gut von dem Kanal. Und wenn du einen Partner hast, dann hältst du die ganze Zeit Händchen, damit ihr nicht voneinander wegtreibt. Also wird man nicht unrealistisch. Und haben Scheiße! Haben die nicht sogar so einen Edelstein oder halt die suchen irgendeine besonders schöne Muschel als Geschenk irgendwie? Ja, yeah, eine Muschel. Yeah. Doch, passiert auch, das ist eine Pokémon. Das kenne ich nur von genau. Otaro. Ah, Otaro! Der Otter. Otaro! Die behalten, glaube ich, eine Muschel dann ihr ganzes Leben oder so. Nee, das waren Pinguine, die ihren Partner das ganze Leben behalten. Nee, da wäre ich nicht dafür. Wenn man ein Tier sein will, dann will man sich nicht an die Gesetze von dem Herrn da oben halten. Da ist vielleicht... Oh, mein Gott. Die Eins! Alter, was ist denn das hier jetzt? Wie kann ich mit der 5 Zweiter werden? Das ist ja falsch rum. Das ist ja genau andersrum wie sonst. Die 1! Ja. Oh mein Gott! Ja. Ich habe so viele Nachteile, wenn ich jetzt überall als Erster hinkommen kann. Nee, das habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, du hast Vorteile, wenn du Letzter bist. Ich sag nur, dass der dritte Platz richtig scheiße ist und den habe ich. Ich hatte den dritten Platz letztes Mal und ich fand den okay. Zweiter oder dritter ist okay. Nee. Kannst auf den ersten reagieren, aber du bist nicht so scheiße dran wie der letzte. Man kann halt gar nicht reagieren. Das ist so ein Bullshit, was? Du kannst nur zuerst Spaß. Irgendwo sein. Der vierte kann reagieren. Ich weiß nicht mehr, reagieren. Was ich gemacht habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe letzte Runde einige Dinge gemacht, eben weil ich Dritter war. Wieso ist meine Anfangspose, dass ich den Arsch in die Kamera halte? Was ist mit Yoshi los? Yoshi hat einen knackigen. Der ist bereit, Eier zu legen. Eigentlich hat Yoshi gar keinen. Yoshi hat einfach nur einen Schwein. Das wäre so sein Signature-Move am Anfang, erstmal einfach ein Ei legen. Das ist auch meiner. Du willst mir nach dem Aufstehen. Mario muss auch erstmal ein Ei legen. Und immer vorm Wiegen auch, ne? Das ist wichtig. Ach komm schon! Kommt jetzt diese Scheiße? Ja. Genau. Nein! Jetzt seid ihr alle, glaube ich, wieder zurück, oder? Guck mal, ich letzter war, konnte ich dem umgehen, ja? Konntet ihr nicht. Okay, weißt du, das ist. Es wird mir schwer dagegen, jetzt was zu sagen. Sag ich doch! Nein! Ich hab vom Vier. Jetzt ist aber. Jetzt schlägt's aber 13 hier. Hat ihr schon mal einen 13-Jährigen geschlagen? Eine Itemtasche! Ich glaube, als ich 13 war, bestimmt. Oh. Ich nicht. Waren wilde Zeiten früher? Der Mann. Sex mit 18-Jährigen als Sex mit 8. Aber es war auch noch ein anderes Jahrhundert. Ich habe den Witz nicht verstanden. Kann Join den bitte wiederholen? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe ihn ja nicht mal zu Ende gebracht. Ja, gut so. Guck mal, da sind so angeschlossene Fahrgeschäfte, so ein Blooper und so eine Rakete. Ich zeige euch das gleich nochmal. Guck mal, wie ihr ablenken. Ich habe über die Blooper-Rakete schon gesehen. Ah.
Das heißt, Regentanz? Mir muss es nicht zeigen. Habt ihr mal einen Regentanz vollführt? Ja. Was tut ihr denn? Das Globox-Regentanz. Fully, das ist Globox, keine Sorge. Ach so, oh, das okay, ist Monty. Ich war ganz sehr verwirrt. Ich mag es, wie Donkey Kong als einziger mit einer Hand das so locker und lässig hält. So locker lässig hält er hier gar nicht. Ich achte doch nicht auf diese Montys. Die Montys sind immer im Weg. Warum bin ich eigentlich so schlecht in diesem Minispiel immer? Ich glaube, ich bin gerade Letzter. Ich glaube, jeder glaubt, dass er gerade Letzter ist. Oh mein Gott, das war so wichtig. Das war gerade so wichtig. Ich habe noch mal einen guten Boost am Ende geholt. Oh, yes! Ich war noch nie so groß. Ich war noch nie so schlecht. Das kaufe ich fully ab. Ja, ich Yoshi hat Nina. Yoshi so groß wie sie bin ich nicht. Moggy, deine Pflanze ist nicht mal gewachsen. Ja. Du bist einfach kein, du hast keinen hochbekommen. Ja. Und du willst jetzt was über soll das machen, denn hier? Oder was? Ja? Ja, hallo. Das ist der zweite Anzugsgewitze, sind gerade mal in Runde 2. Das könnte ihn psychisch echt belasten. Darüber macht man sich nicht lustig. Das ist mir doch egal. Ich bin ein Jock. Oh mein Gott. Ich stopfe ihn in seinen Spind. Oh, Moment. Nein. Oh, Moment. Nein, nicht jagen. Nein, ich wollte nicht. Jetzt sind wir da oben, Moggy. Oh. Was passiert jetzt? Ja, jetzt kommen die gleich an und dann laufen die um die Ecke und jagen uns nach oben. Könnte aber auch nice sein, ehrlich gesagt. Oh, das wollte ich gar nicht. Vor allem hat es mich 5 Münzen gekostet. Ja, warum hast du Ja gedrückt? Und runter von der Straße, hier. Guck mal, wie er die Fäuste schwingt. Oh, was machen wir denn jetzt alle hier oben? Wir alle sind hier. Toll gemacht, Moggy. Hey, das ist aber auch diese Map. Also jedes Mal... Das ist so eine dumme Map. ...nutzen wir das in vollen Zügen aus, dass diese Map das kann. Oh Mann. Oha, hier steht direkt in der Kanone. Da will man nicht stehen. Ja, also Ware wird's als erster spülen. So, weg hier jetzt. Oh, ein Buhu. Ja, das ein ist, auch, immer, ist auch... Juhu vom Buhu. Das klingt wie... Was soll das denn? Warum zu? Er wollte nur nicht Maeve attackieren. Hätte vielleicht Maeve nehmen können, ja. Das stimmt. Hättest jeden nehmen können, außer mir. Ich hab dich nicht genug, ich hab das nicht mal voll Johnny bekommen dieses können. Mal. Alle Münzen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hasse diese Runde so sehr. Ich hasse sie jetzt schon. Jetzt schon! Wir sind am Anfang! Ja, hast du mal gesehen, was das für ein Bullshit war? Ja, wobei, ich kann wieder zurückkommen. Oh. Komm schon, die 20. Du kannst jetzt wieder... Oh mein Gott, der hat keinen Einsatz. 20 Münzen in den Pott. Oh, nochmal 3 Münzen, das ist ja schön. Ich hätte jetzt gerne 3 Münzen. Jetzt war jetzt... Schau mal, wie Doki keine 20, Johnny. Wann hat Fully 3 Items bekommen? Ich hatte eine Item-Taste. 7. Ja, aber wann? Vorhin, in der ersten Runde. Alter. Deswegen als erwartet. Tut mir leid. Ich wurde von Geistern heimgesucht. Das ist nicht wahr. Es die gibt Geister, keine Geister. Gott, das ist schon wieder dieses Jump-and-Run-Teil. Lassen ihn nun nicht mehr los. Oh nein, ja, das ist okay. Oh scheiße. Moggy ist so gut. Moggy ist da so gut drin. The King, ey. Was? Was ist das? Oh. Nein! Yeah, er hat gechoked. Okay. Oh, yes. Ist machbar. Dann macht mal. Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Ja, oh so nein! Halt. Oh, das ohne die Erklärung, die Minispiele so super. Alter, Maeve, das sind ganze 1000 Grad weniger. Ich war nicht gut. Ich war scheiße. Aber Maeve hat einen 1080 geschafft. Jo! Komm schon! Ja, das war eine solide Bullshit. Leistung. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, wie das geht. Fully geht auf Nummer sicher, das ist ein Fehler. War genauso gut wie du. Ich habe letztens versucht und dann bin ich auch einmal gechoked, weil irgendwie einen Tastendruck. Ach stimmt, da ist voll der Zahlendreher drin. Ich dachte wirklich kurz, immer so gut bei Johnny, Alter. Ich hab gedacht, ich spiele mal so, wie ich dachte, wie Moggy spielt. Weil tatsächlich, ich habe seit wir das zuletzt gespielt haben, dieses Minispiel nicht gehabt. Ich habe nicht geübt. Ja, du hast hier so einen kleinen. Du hast hier so einen Stick zusammengebaut, den du hier. Ich kann dir sagen, was ich gemacht habe. Ich bin wirklich einfach mit meinem Zeigefinger und Daumen habe ich zusammengedrückt und bin einfach im Kreis gefahren. Über Zeigefinger und Daumen? Ich habe nur Daumen verwendet. Ja, ich bin einfach... Ja, aber da hatte ich mehr Kontrolle. Es gibt auch so eine Controller-Adapter, die wie so ein Joystick sind für so Flugsimulatoren. Den hast du da einfach raufgeschnallt. Ich hätte einfach vor allem nicht damit gerechnet, dass es wirklich funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht.
Ich dachte, so wie ich das sonst letztes Mal gemacht habe. Naja, wie gesagt, ich habe mir gedacht, dass du es so gemacht hast. Deswegen wollte ich es mal probieren. Bitte nicht! Deine vier Witze will ich nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Wie bitte, Mel? Oh yes, bitte doch. Wie hast du das gemacht? Im Kreis gedreht einfach, oder was? Ja. Du musst halt im Kreis. Das ist Kreis. Ein Kreis. Aber es ist halt sehr leicht, glaube ich, mal eine Taste zu verfehlen und dann hast du gechoked. Aber ich hab's ja auch so versucht, aber ich hab auch versucht. Nee, nee, so viele, du drehst einfach weiter, Fully, dann kriegst du die Taste wieder. Oh, stimmt, ich hätte halt einfach weiter drehen müssen. Das, das habe ich beim letzten Mal halt auch gedacht, man muss halt punktuell jeden Knopf sehr schnell drücken, aber anscheinend nicht. Ja, da kann ich hin, ne? I think. Yeah. Wie wird sich der alte Mögi von diesem Rückschlag erholen? Niemals. Ach so, vier Spieler Minispiel. Ich verstehe das nicht, wonach geht das? Es gibt random. Wahrscheinlich... Einfach, weil ja, aber was heißt random in dem Fall? Es hat wahrscheinlich eine Chance. Oh, das ist das. Die Konstellation ist so. Wie ging das nochmal? Halt gute Frage. Okay, man muss A drücken, um rauszukommen. Das Gute, wenn man nicht. Aua! Nein! Oh, ich bin so schlecht gerade. Oh nein, ich wollte doch. Hä? Ich hab mich doch bewegt. Oh, oh mein Gott. Mann, geh doch mal woanders hin, Jungs. Oh nein, ich wurde getroffen. Nein! Die hey, Verbindung! Ule. Es lag! Verbindung! Nein! Oh Gott! Oh, so der schlecht. Fully! Holy yeah. Shit! Scheiße! Ah, da wäre ich doch nicht zweimal getroffen worden, das war... Ah, ich wurde auch einmal getroffen. Ich hätte am Anfang vergessen, wie das Spiel geht. Dass ich das also Spiel, ich finde es ein bisschen nervig. Kann man, habt ihr den Stick benutzt oder Steuerkreuz? Ja, den Stick. Stick. Ja, ich auch, weil mit dem Stick, ich habe immer ein Feld zu weit gewählt. Ich bin immer so doppelt gejumpt manchmal. Ich habe mich gar nicht daran so sehr festgehalten. Wollte ich gar nicht. Ich war immer bei der gleichen Location wie Rosalina und konnte deswegen nicht raus. Das war ein bisschen nicht gut. Irgendwann waren wir alle unten. Siehst du, jetzt kriegst du sie sogar zurück, eventuell. Warum nicht Johnny? Du hättest Rache nehmen können! Ja, weil du mehr hast und du bist weiter vorn. Das hat mich auch nicht aufgehalten. Du hast Johnny hat Zufall gemacht. Das er hat mich nicht gezielt gewählt. Oh, elf. Wir wollen 11. Boah, Fully, du musst tippeln. Ich will den Stern nicht 19 Münzen. Johnny kann auch schneller tippeln, ne? Weiß ich nicht. Doch. Also Morgi und ich haben gleich schnell getippelt, ja. Ich hoffe, so ein Tippelspiel kommt nochmal. Nicht Fully. Ach so, ja. Stimmt, wow, Morgi ist ja gar nicht Fully, ach so. Ich komme ja schnell voran. Actually. Ich höre mal nicht bei diesem Geist. Oh mein Gott. Ich will auch mal so einen Block haben. Jetzt minus 3 Sterne. Oh. Ach komm schon. Mir war nicht bewusst, dass es diese Minusblöcke in der Reihe wirklich gibt und sie gibt es in Mario Party DS. Ach so, ja klar. Ach so, klar, das weiß man doch. Was? Hä? Das hätte ich dir sagen können. Mario Party DS ist mir egal, wie du das sagen kannst. Ich leg da absolut keinen Wert drauf, ob du das weißt oder nicht. Hä? Ey, ich wusste nicht, dass das sein kann. Doch, klar. Ja, klar. Es gibt viele Dinge, die ich als Allgemeinbildung betrachten würde, aber das... Nein, nein, Johnny, wir haben keine Allgemeinbildung. Das stimmt. Ja, siehst du? Gewonnen! Nein, also dass man in Mario Party DS einen zufälligen Block finden kann, wo ein fucking ein Stern drin ist, der dir einen abzieht, das wusste ich nicht. Ja, das ist Schwachsinn, aber... Okay, Fully, wusstest du, dass es in Mario Party DS Glücksblöcke gibt, wo du 3 Sterne bekommen kannst auf einmal? Ja. Okay. You told me. Achso, okay. Damit will ich sagen, der Story-Modus Mario Party DS, der kann einfach sein und der kann einfach unmöglich sein. Das war das die RNG in dem Spiel ist schrecklich. Mario Party DS ist aber ein wundervolles Game. Hat die besten Minispiele. Warum, Fully? Weil er den Stern kauft. Aber du kein Geld hast, ne? Ja, mir fehlte eine Münze, weil mir jemand Geld geklaut hat. Ja, dann war es ja richtig klug gespielt. Das war ziemlich klug. Druckerpresse. Aber ich hab grad einen Glückslauf bekommen. Oh nein, ich hasse kipplige Rahmen. Ah, das mit dem... Ich will das jetzt mal schaffen. Ich hatte da immer so eine Millisekunde, war ich auf dem zweiten Platz.
Oh, und ich fange wieder nicht gut an. Ich habe eine Ecke ausgelassen. Das ist das Todesurteil des Donkey Kong. Fuck, das war noch schlechter als jemals zuvor. Fuck. Nein! Seid ihr mal fertig? Yes! Oh mein Gott. Ich warte, bin ich letzter oder so? Ich wurde nicht fertig. Ich wurde vorletzter, ich dachte, ich wäre der Erste. Johnny hatte gefühlt. So ich habe nur, ich hab nur Johnny. Ich habe noch schlechter gespielt als je zuvor. Ich kann das nicht. Immerhin, da bin ich noch 22 Münzen. Das ist, wie kann ich nur 3 Münzen weniger haben als ihr? Ich habe nicht mal ein Minispiel gewonnen. Ja, weil wir uns alle Geld abgezogen haben. Mir geklaut. Wurde Geld geklaut, dir wurde Geld geklaut, Johnny wurde Geld geklaut. Nur Maeve nicht, aber der kann noch Geld klauen. Das kann er wohl. Nicht dieses Mal. Einfach laufen lassen. Irgendwie mag ich nicht, dass man hier Leute bestechen muss, bis die Polizei mal was macht. Okay, Moggy möchte sein 1 gegen 3 Spiel haben. Hauptsächlich wollte ich nicht zu dem einen Stern laufen, weil der wird geholt, dann wird er irgendwo anders spawnen. Mit Sicherheit, ja. Vielleicht werde ich dann da sein. Claudia selber Münzen. Wen nehme ich denn? Nein! Oh, verdammt, Mario. Oh Gott, yes. Oh, ich kann mir den Stern nicht leisten. Let's go! Oh, du hättest jetzt entscheiden können, wenn ein Stern nicht kaufen kann. Stimmt. Komm schon. Ich glaube, ich schlägt 13. Habe ich den falschen Knopf gedrückt? Ich habe es auch nicht voll bekommen bei mir vorhin. Ich habe es aber voll bekommen gerade, oder? Ich glaube, weißt du nicht? Das, wir sehen das nicht. Das sieht so. Ich glaube, dass wie schnell man tippt, macht nicht mal einen Unterschied, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist einfach nur Täuschung. Oh Mann, 13 ist so viel. Ich kriege eigentlich immer nur 4 Balken, glaube ich, voll. Wieso denn 3? Also ich habe da schon mal gesehen, dass wenn man nichts drückt, dass man 16 abgezogen bekommt. Aber was? Ich habe um mein Leben getippelt. Ja. War nicht gut genug, scheinbar. Ein Pilz. Dann würfel ich wohl normal. Hurra. Ich meine, du kannst halt... Nein, das ist dämlich. Nein, aber du kannst überall hingehen, wo du willst jetzt. Du bist frei, Johnny. Du bist frei. Johnny ist frei. Geh, wo du willst, Johnny. Besuche die Welt. Schau dich um. Geh, wo du willst. Wo willst du gehen? Ja, wo willst du Norden. Hingehen? Nach Ach Hause. So, ja. Nach Hause. Oh. Jetzt hast du eine Goldröhre. Varius Achterbahn der Gefühle. Oh, yeah. Nee, oh, der Stecker dahinter dir sieht gut aus. Boah. Geil. War da nur eins? War da nur eins? Achso, okay. Ein Warpwürfel. Warpwürfel. Das ist wirklich gut. Damit kann ich so viel Glück anfangen mit den ganzen Items. Würfelfully zu wenig, um an den Stern zu kommen. Ja. Minus eins. Was hast du gesagt, Mel? Es ist genug. Ich habe gesagt, dass der Connector gut aussieht hinter dir. Ah, den sehe ich nicht mehr. Ja. Ja. Ja, war ganz schön, ja. Also ich würde es Mario Party DS zutrauen, dass man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Minus 1 würfeln kann. Aber irgendwie wäre das ein cooles Feature, so Minusfelder gehen, weil oh, da oben. Damit kann man auch das hinter den Stern gehen. Das ist doch schon wieder am nächsten dran, oder? Ja, ich stimmt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte es mir auch nicht... Ja, was soll denn das? Aber leisten kann ich es mir sowieso nicht. Immerhin. Ich bin so weit weg. Vielleicht verliert er seinen Stern wieder. Yes, komm schon, weg damit. Weg mit dem Stern. Bowser, bitte nicht. Ist so brutal gelandet. Schauen wir doch mal. Kein Stern? Bowser-Revolution. Oh. Ja, ist noch zu früh in der Runde für solche. Oh, komm, wir nicht mal ein 1 gegen 3 Minispiel. Ja, drastische Konsequenzen. Oh, fühl ich jetzt die Bobbahn? Ah ja. Bob-Abfahrt mit Moggy schon wieder. Ich will aber nicht. Und dann fallen wir wieder runter. Oh mein Gott, Maeve, komm schon. Die ist nicht da. Ist nicht dabei. Hauptsache nicht Pizza Bronze. Oh Gott, der schafft es nicht. Ich weiß nicht wie, aber wir schaffen das wieder. Ach, das ja. Wir hatten letztens einen Unentschieden, Jungs. Wir schaffen das, Maeve. Okay. Oh nein, ich hab falsch rum. Falsche Richtung, Johnny. Damit geht's gut los. Weil wir sind auch falsch, glaube ich, gerade. Oh, ich bin so verwirrt. Okay. Sollte man überhaupt so. Oh nein. Ja, sollte man. Okay. Am besten, wenn die Striche drüber sind, direkt versuchen, mit meiner Linie zu connecten. Oh Gott. Das war unlucky.
Er haut ab. Shit. Yes. Ey, das zählt doch jetzt, oder? Yes! Ja. Okay, war wichtig, aber die kriegen doch bestimmt noch einen, oder? Hä? Ja, so, das ist, okay. Weil das immer auf Zeit geht, das sollte so sein, wer zuerst vier hat. Das ist viel zu kurz. So. Ja. Ja, das ist aber, so, aber wenn es jedes Mal. Aber wenn es hier wäre, wer zuerst vier hat, hätten wir verloren, glaube ich, Johnny. Nee. Das wissen wir nicht. Wir waren so kurz davor, eigentlich einen vierten zu connecten. Ja, haben wir nicht eigentlich. Was? Ich dachte, oh, okay. Ich dachte, ihr habt gerade erst den dritten Folge mal. Nee, die waren schon am vierten. Oh, ups, voller okay. Zehner. Dann ich nehme alles zurück. Was in die Bank einzahlen. Alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ist gut, Ka-ching. Das ist nur mit der Zeit. Ich vertraue übrigens keiner Bank, die hinter sich eine Statue aus purem Gold stehen hat. Ja. Doch, wieso? Dann kann ich mir sicher sein, dass sie mir zumindest den Gegenwert für den Dollar geben können. Ja, ich weiß Gold. Ja nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich vertraue zumindest, eigentlich sollte man der Bank nicht vertrauen, die einen leeren Tresor hat. Okay, Morgi, drei Würfel. Ist ja nicht ihr Tresor. Ja, okay, ja. Mach uns stolz. Aber theoretisch. Yes! Ja, ist okay. Nice! Gewonnen! Warum war Bowser Jr. überhaupt da gerade? Der ist immer da als Niete. Ja, der ist bei jedem dieser Item Games. Hast du gerade Bowser Jr. eine Niete genannt? Oh, lass das mal nicht den Papa hören, du. Du bist eine Niete. Der wird sauer. Du bist eine Niete. Ah, ich glaube, ich heb den lieber auf den Pilz. Kann mir schon irgendwann. Der ist immer sauer und deswegen hat Bowser Jr. Angst vor ihm. Deswegen ist Bowser's Fury halt auch so ein gutes Spiel. Hier wäre der Stern gewesen. Also ich liebe das tatsächlich. Ich fand's okay. Ich war überrascht, dass Moggy 100% gemacht hat. Das ist nicht so lang. Kein großes Spiel. Ja. Ja, ich habe aber nicht. Gerade deswegen hat es sehr viel Spaß gemacht. Boah, ein sauberer Zehner, den du mir da vorgewürfelt hast, Moggy. Ne, ich bin aber nicht hier Richtung Stern gegangen, also. Ja, das stimmt. Aber ich habe noch einen Zähler, den du mir danach gewürfelt hast. Bringt das noch was zum Stern zu laufen? Warte mal, wieso. Hä? Wieso stand da gerade 19 bis zum Stern? Das ist. Ach so, Uli doch. Ist viel weiter vorn. Es sind 19 bis zum Stern, okay. Aber ich habe kein Geld. Ah ja. Aber wie eine Kirchenmaus. Let's go! Hör auf. Oh, yes. Slow, but steady. Ja. Yes! Alter, ist ein UFO reingekracht. Oh, was? Nee, komm schon. Oh mein Gott, er hat genug Münzen. Oh mein Gott, er hat genau genug. Ja. Das wird das nicht benutzen. Yes! Okay, wenn wir es jetzt holen, dann hat Fully eh genug gehabt. Also. Doppelte Münzen, Leute. Oh nein, jetzt kommt das laufende Band, oder? Das nein! Ey, es ist immer Geld am laufenden immer, Band. Immer wenn es ein Münzspiel ja. Gibt, ist ein Münzspiel, ne? Ja. Immer wenn Maeve redet, setzt er sich hin im Discord. Das ist sehr irritierend. Warum hast du mein Discord? Ist Discord im Vordergrund und nicht dein Aufnahmeprogramm? Warum kam ich hier gerade über? Ja, warum hast du dein Aufnahmeprogramm nicht im Vordergrund? Ich meine deine Capture Card, Mann. Oh mein Gott. Hä, ist sie doch? Ich habe zwei Monitore. Oh mein Gott. Ich spiele nicht über Capture Card. Ich schon. Der Johnny liebt das Leben. Ich hasse das Spiel, wenn man einfach von dem Gebäck abgedrängt wird. Ich bin, ja, also ach, komm, ich komm, du hast ein paar Säcke schon eingesammelt. Ich hab gerade einen eingesammelt. Ja, den meine ich ja. Er ist immer so glücklich. Juhu, juhu. Gott, jetzt haben wir alle viel, jetzt haben wir alle so viele Münzen, dass sie für die nächsten drei Spiele, drei Runden auskommen werden. Ja, es ist wieder passiert. Mm. Das ist genau wie auf der Insel. Ich hab einfach fast 100 Münzen. Diese dummen, jeder bekommt Münzenspiele, die sollten nicht immer doppelt gelten. Ja, das ist echt ein bisschen. Aber das heißt ja jetzt auch wahrscheinlich, dass Johnny an den Stern kommt. Stimmt. Ja. Es gibt eigentlich keinen Sinn, das stimmt. Einzusetzen. Ich mache einfach. Den Stern kriegt keiner. Ja, doch ich? Ja, du. Keiner außer dir. Oh Gott, nein. Oh, oh. Ich bin da aber noch nicht. Warte mal. Jetzt bist du vor dem Stern. Okay. Oh, wenn die Polizei bezahlt, dann wäre sie runtergefahren noch, ne? Ja, aber du hast einen Pilz, Fully. Du bist der. Ihr werdet schneller reinkommen als ich. Ich bin noch dran. Ich bin gleich. Also, ich habe einen Glückswürfel. Ja, ich bin da. Warum wird also Johnny wird den Zehner? Ja. Ich habe doch keinen Zehner gewürfelt. Aber mach eine gute Strecke hier. Drankommen. Hurra. Wieso dauert das hier so lange? Da soll ich nicht voll quatschen.
Er will dir noch was von deinem neuen Sparkonto erzählen. Ja. Oh stimmt. Nein. Oh, er verkauft dir am Ende noch eine Riester-Rente. Ja, oh nein. Ja, das ist total ich will dir sagen, sie ist hilfreich. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, vielleicht zur Postbank zu wechseln? Ich lieb's, dass er dabei isst. Also auch in der Rolle. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Oh. Johnny, das sind 9, die du brauchst, nicht 10. Oh, Johnny kann auch noch shoppen gehen. Also ist das eigentlich, shoppen. Wenn ich jetzt eine 9 gemacht hätte, wäre ich dann zum Stein gekommen oder würde ich dann davor stehen? Ich hab's gerade verstanden. Wenn du 9 bis zum Stern, dann kriegst du den auch. Was ist hier eigentlich also der Generalschlüssel? Das haben wir noch nie gesehen, nehmen. Oder? Ist da schon jemand langgelaufen? Du hast 2 Gegenden, wo du mit dem Schlüssel hier lang kannst. Aber das ist halt immer so. Weil du nein, ich hab dreifach schon mal gesehen haben. Aber der kostet sogar mehr. Achso, ja, haben wir. Ja, aber das hier kann mir manchmal halt mehr helfen. Das kann ja auch einem, wenn man zum Beispiel nicht zum Stern direkt möchte, helfen. Genau. So wie bei Fully. Und es hat sogar geklappt. Du hast definitiv das Zeug zum Superstar. Aber nicht zum Rockstar. Außer, zumindest, wenn du ein Energy Drink sein willst, dann eher nicht oder ein Videospiel, aber Musiker, das wäre okay. Uiuiui, pass auf. Vorsicht, da ist ein Trademark drauf. Die Trademark, sie kommen dich holen. Ja, yeah, da bin ich nicht. Man da kann ist sagen, niemand. Ist wieder bei dir? Ja, ich komme da als nächstes hin, auf jeden Fall. Ich mag's, dass sie diese zusammengefleckten. Oh nein, ich bin am anderen Ende der Karte, haben. Ne? Warum ist das so oft so, dass sie dann so im Kreis landen? Ich bin genau falsch abgekommen. Hast du etwa keinen Warp-Würfel? Ja, ja, das bringt mir eigentlich nichts, ne? Würfeln wir nochmal. Würfeln wir nochmal. Würfeln wir nochmal, Chat. Ja, würfeln wir nochmal, Chat. Also ich würde einen Dreifachwürfel holen, definitiv. Ich weiß nicht, warum Johnny sich für den Glückszahlwürfel entschieden hat, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich hab doch schon Dreifachwürfel. Wir haben es doch erklärt danach. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat. Oh mein fucking Gott. Jetzt kommt die Polizei. Sniff it or whiff it. Oh Gott. Kommt jetzt sind wir alle weit weg. Ach doch. Das erwischt nur mich, oder? Ne, wir alle werden erwischt. Ja, ich werde auch, ja, wir alle. Das ist scheiß Vorspulen. Ah, nee, wir alle. Oh, ich stehe steh einfach neben dir. Du stehst da. Fruchtkorb. So eine dumme Map. Oh, der Ballon ist guter. Ich dachte beim zweiten Mal wird die Map vielleicht zeigen, was sie drauf hat und nicht so belastend sein. Dann brauche ich genauso. Dann brauche ich mir den Warblock ja nicht holen. Oh Gott, falsche Richtung. Wie geht das? Wie steuert sich das? Hilfe! Ich verstehe das gerade nicht. Ah! Was machst du denn? Nein, ich wollte. Ah, das wollte ich nicht. Das waren mal gute Zeiten, als Morgan und ich uns hier noch gegenüberstanden. Jetzt haben wir. Wir haben es verlernt. Ach, Fully. Was hüpft ihr denn da so rum? Der springt nur rum. Was macht da bitte so viel Schaden? Ich habe, glaube ich, 0 Minispiele gewonnen. Kommt noch. Aber du bist der Erste. Ist ja gerade mal die Hälfte. Also, außerdem kriegt der Letzte noch einen Bonus. Bonuspunkte? 2x10. Oh. 1x10. Oh. Ah, ja. Es ist eine 9. Es ist fast 1x10. Pünktchen, Pünktchen, Punkt. Der Dreifachwürfel. Das wäre witzig. Das ist ein aller zuverlässiger. Wo kommst du drauf? Oh, ich wollte gerade fragen, ja. Immerhin. Gib mir was Gutes. Sowas wie hier ist nichts Gutes. Och, der ist ein Schlüssel. Das kann was Gutes sein. Der Schlüssel ist nie gut. Doch? Nein. Aber bei der man will ihn immer nur einsetzen, weil man dann hat, man sich denkt, jetzt sollte ich ihn aber auch einsetzen. Aber ist nicht gut. Ja, eigentlich hast du einen aber Punkt, auf diesen, die Schüsse sind irgendwie... Auf dieser Map ist das doch aber so, da kommt man in so einen Bereich, wo man nur überhäuft wird mit Sachen, oder nicht? Oh nein, ich komme auf Morgis Feld, oder?
Mhm. Warum, oh nein? Wieso nicht in den letzten 5 Runden? Ja, stimmt. Noch machen wir kein Spiel um 50 Münzen. Also, natürlich. Guckt euch die sassy Hüften von Yoshi an, wie er sie, wie er die Hände in die Seiten gestemmt hat. Was wähle ich denn? Aha. Au. Dieses Wegschubsen ist so gut. Und der bekommt keinen Schlüssel, obwohl der so nützlich wäre. Der Mogi, der kriegt einen Glückszahlwürfel. Vielleicht ist der Schlüssel nützlich, das wissen wir doch gar nicht. Das liegt einfach nur daran, dass du keinen Glückszahlwürfel wolltest. Ich sag's mal so. Du hast ihn verunglimpft. Tada! Nochmal eine 6. Komm schon. Oh. Boah, war schade. Also wie war das mit 18-Jährigen? Genau das. Kannst du es nochmal wiederholen? Besser Sex mit 18-Jährigen als mit 18-Jährigen. Nein! Ich meine, ja, weißt du was? Nein, das ist nur ein Joke. Das ist schon richtig. Ich weiß, ja, er hat recht mit der Aussage, oder? Ja, die Aussage ist auf jeden Fall. Habe ich überhaupt richtig zugehört? Warte, die Aussage ist auf jeden Fall nicht problematisch. Die Aussage ist das andere. Okay. Okay. Es ist nicht, if her age is on the clock. Oh Gott. Das habe ich nie verstanden. Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Also, ich habe es verstanden, aber. Warte, Melf, hast du es gehört, was ich gesagt habe? Also, ich habe schon verstanden, aber ich weiß nicht, wie es darauf kommt. Ach so, weil ich eine 18 gewürfelt habe. Oh, ihr seid so kindisch. Ich habe nur 7 Münzen bekommen, also jetzt mal, also, da hätte ich eher den Schlüssel genommen, wenn ich ehrlich bin. Okay, jetzt 3x10. Nein. 3x6. Das kann doch was werden, Fully. Oh, warte, was? Oh, oh mein Gott. Oh. Tja. Nicht ganz. Tja. Die wahre Volljährigkeit, 21. Das ist wahr. Gib mir noch ein. Erstmal einen Schnaps. Ich brauche noch einen, Toad. Ich brauche noch einen. Deine reicht nicht. Einen dreifachen. Toad, jetzt kommt schon ein noch. Du hast wirklich genug gehabt, Rosalina. Nein. Boah, ich würde jetzt gerne das ausgezahlt bekommen. Ja. Habt ihr mal bei dem Gewinnspiel teilgenommen? Ja. Ich hab Sonic Colors gewonnen. Das waren so kleine Gewinnspiele in der Stadt, wo ich gewohnt habe. Und das war so ein verkaufsoffener Sonntag. Und ich habe an 3 Gewinnspielen teilgenommen. Ich habe alle 3 gewonnen. Im ersten Keiner Mal. Hat sich schon gefragt, ob ihr gewonnen habt. Lucky Day. Das war wirklich ein Lucky Day. Aber wie war das nochmal? Die Steuerung ist, genau. Ah, ja. Genau. Oh, man muss springen, um. Nein! Yeah! Ey, ich hab gar nichts. Alter, ich hab alle. Ich war doch dran! Wie kann ich das nicht? Gott, ich hasse aber jetzt Spiel mal ernsthaft. Ich manchmal die Perspektive. Wie könnt ihr die ganze Zeit vorbeispringen? Das liegt daran, weil Johnny keine Tiefenwahrnehmung hat. Ja. Nee, ich hab tatsächlich eine Spread, die sage ich euch aber nicht. Alter, ich hab fully geplättet und mir dann das Ding geholt. Yo! Ich hab eigentlich so bin ich viele. Sehr viel besser in dem Spiel. Ich wollte gerade sagen, ich habe wenigstens noch ein paar erwischt, aber ich habe 2. Und Johnny hat 8. Ein. Also die Strat war, die Teile leuchten, die haben so einen grünen Leuchtpunkt unten, unter sich. Dann weiß man, wo sie sind. Ich habe sie trotzdem irgendwie nie erwischt. Ich bin immer knapp dran vorbeigesprungen und dann du bist auf mir drauf gesprungen. Ja, aber es war auch seltsam. Also, ja. Aber normalerweise kriege ich auch sehr viel mehr hin. Ich wollte es wirklich gewinnen, deswegen habe ich es euch nicht gesagt, aber jetzt wisst ihr es. Schließt das Tor auf? Welches Tor? Das Tor der Pandora. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Du schaffst es. Ist solide? Er hätte so einfach zum Stern kommen können, was soll das denn? Eine 2 und eine 1. Ja, mit einem Doppelwürfel und einem Dreifachwürfel. Aber jetzt gehst du rein. Ja, gehen wir rein. Gehen wir rein. Rein in den Aal. Welche Tasche hat er genossen? Welche Tasche? Oh, hier hätte ich noch leichter zum Stern kommen. Oh. Oh oh. Wer ist denn am Johnny Stern? Kann sich den Stern kaufen, Johnny. Warte, Maeve, wer ist denn am Stern? Ich hab nichts gesagt.
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, das würde ich auch entscheiden. Das hätte ich an Morgis Stelle auch gewählt. Ja, ich wahrscheinlich auch. Dann oh, drück mal ab, wie so schnell du kannst. Kann ich ja jetzt mal versuchen, ein bisschen sie zu langsam. Oh. Ja, ich werde nicht an den Stellen kommen. Johnny kommt jetzt dran. Fully, das ist so ein Schwachsinn. Morgi, ist der Generalschlüssel immer noch so scheiße? Wie, das ist so ein Schwachsinn? Du hast ja die Aussage stimmt, aber das macht es doch nicht besser, mir den Stern zu klauen. Ich möchte kurz anmerken, doch, dass ich mich... natürlich, dadurch ist mehr Chancengleichheit. Quatsch. Ich habe mich natürlich deutlich im Generalschlüssel getäuscht. Denn dadurch, dass ich der Einzige war, der einen hatte, konnte ich als Einziger einen Stern klauen. Ja, und das wurde jetzt risky. Und Maeve hat zwar noch mehr Münzen. Und jetzt kommt Maeve und sagt so, weißt du was, ich hol den Stern. Der Einzige neben Maeve, der sich auch einen Buhu leisten konnte, der einen Stern klaut. Oh mein Gott. Maeve holt sich wirklich jetzt einen Stern. Zwei. Oh mein Gott. Und ich habe eine 8 bekommen. Gott. Und ich war mir so sicher, Johnny hat den Stern in der Tasche. Hä, aber warum? Ja, weil du vor mir dran bist. Ja, und aber Maeve und kann ihn doch auch noch bekommen. Oder morgen. Ja, aber bei Maeve war es halt sehr viel mehr risky. Das war wirklich risky, ja. Und als Morgi verkackt hat, dachte ich mir, ja gut. Warte, was war risky? Mit einem Dreifachwürfel mehr als eine 19 zu bekommen? Ja. Ja. Okay. Voll risky. Da kann der echt Maeve irgendwie richtig viel verlieren dabei. Es hat gerade eben einer eine 8 gewürfelt. Ich hat gerade eben eine Macht gewürfelt. Johnny ist gerade so pissig, seit ich ihm den Stern geklaut habe. Ja. Nein, ich bin pissig auf Fullys Aussage, dass es so unwahrscheinlich ist, dass Maeve den Stern holt. Ja, du suchst dir gerade nur ein Ventil. Ich dachte, ich wurde jetzt. Ja, natürlich bin ich pissig. Ich krieg ja weder den noch den, den du mir geklaut hast. Ich bin auf null. Brauch ein Ventil. Oh, den krieg ich. Na, bin ich auch ziemlich nah dran, aber ich hab kein Geld. Jo, kann mir mal jemand 14 Münzen leihen, Jungs? Ah, ich borg die dir, ja? Zahl sie mir gerade zurück. Oh, den krieg ich ja doch nicht. Oh, Mann! Nochmal! Ah, nein, warte, kann gar nicht runter. Nein, ich krieg ihn nicht. Oh, oh. Aber ich sag euch, der den Stern jetzt holt, der steht auf einer ziemlich riskanten Bahn. Ja, ich kann ihn doch nicht holen. Ich dachte, er ist näher dran. Statt der Gruppe so scheiße rüber. Ja, das wird den an. Das wird nicht passieren. Jetzt würfelt der 27 und sagt so, ah ja, das wird nicht passieren. Du hast gesagt, dass mit dem Dreifachwürfel und wahrscheinlich keine 19 gewürfelt wird. Ist das eine 19? 18 ich glaube erneut. Wohl nicht. Ja, aber echt sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Krass. Du hast zweimal nacheinander mit dem Dreifachwürfel eine 18 bekommen. Ich? Ja. Stimmt. Ich hatte ja beim letzten Mal schon eine 18. Ich hab gesagt, es ist risky, nicht unwahrscheinlich. Risky Alarm. Ist das komplett falsche Wort. Ich bin so angepisst. Alarm! Ich merk das schon. Bowsers Mega Münzstrahl vorbereiten, Feuer. Oh. Oh, das wird nicht gut für dich ausgehen. Oh. Kann überhaupt jemanden treffen? Ja, wieder auf der Bahn. Scheiße! Ich dachte, Mario würde auf der Bahn, aber es steht niemand auf der. Das ist dumm. Nein, das ist so dumm. Oh. Oh Gott, warum sieht Josh dabei auch noch so aus, als hätte ich ihn gerade wirklich... Ja. Okay. Ich brauch den, ja? Ich brauch das nicht. Ich brauch das wirklich. Scheiße, warum würfel ich alle eine 6 erstmal? Noch ist möglich. Ach, komm schon. Jetzt ist nicht mehr möglich. Das und ebenfalls schon wieder mehr als bei mir. So unwahrscheinlich eine 19 zu würfeln. Eine 8. Was sollte das überhaupt? Ja, was soll das überhaupt? Und dann denke ich immer diese 8 und ich meine, was soll das überhaupt? Und Erdnüsse in Flugzeugen, habe ich recht? Yeah. Die hatte ich noch nie in Flugzeugen, aber ich war auch nur einmal fliegen oder so. Was ist eigentlich mit dem Tomatensaft? Ja, yeah, was ist mit dem eigentlich? Das verstehe ich jetzt nicht. Und was sollen eigentlich Umkleidekabinen? Hä? Und man geht rein und zieht sich um. Ja, yeah, oder Gießkammer. Ja. Ich meine, damit macht man, was die sind, um warum nicht einfach einen Gartenschlauch, kommst du? Also ich habe damals Hausarrest dafür bekommen und da sagt man auf einmal, das ist ihre Aufgabe. Ich sollte eine Stand-Up-Nummer machen. Also ich war letztens einkaufen. Wisst ihr, was ich da gesehen habe? Hab ich mal ein bisschen auf Kartoffeln. Den Preis wieder geachtet.
Und ich rede nicht von. Nave? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe mir schon gedacht, das ist so ein Moggy Johnny Ding gerade. Wir schreiben gerade unser Comedy-Programm. Yeah. Ich glaube, das Ding ist, die sagen einfach ganz normale Sachen und lachen dann drüber. Ja, was ist eigentlich mit Fenstern? Das ist ja genau das, was Seinfeld macht. Oh Gott, wie geht das? Das wissen wir halt nicht mehr. Oh Gott. Wie schaltet man hoch? Die Steuerung nochmal. 2, 1, los. Ah? Einfach nur nach vorn drücken? Nein, man muss A gedrückt lassen, um zu beschleunigen. Nein, man muss öfter A drücken. Ah, man schaltet mit A immer eine Stufe höher. So war das. Genau. War Seinfeld nicht immer das mit diesem Bassspiel am Anfang? Bum, 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 bum. Oder irgendwie so? Bum, 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 bum. Immer wenn eine Szene wechselt? Dieses Bum, 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 bum war irgendwas anderes. Das kommt mir aber sehr bekannt vor. Irgendwann lerne ich, dass ich nicht auf den letzten Gang gehen sollte. Ja, same. Oh, war das knapp. Das war so knapp. 12 Millisekunden. Nicht mal das Ziel erreicht. Ich war wie Donkey Kong so ganz genau bei der Ziellinie stehen geblieben. Das ist wohl kein Fotofinish. Das war gar kein Finish. Das war Schwedisch. Ja, und was ist eigentlich mit Finnland? Wie sieht der Harry Wantans Bella Lita Dosa? Das ist Schweden. Sag ich ja. Weiß, ob irgendjemand den Unterschied wüsste. Der ist aber ziemlich groß, glaube ich. Ja, nee, war es Norwegisch? Welche Sprache war so komplett anders? Finnisch. Ja. Meine ich. Ich meine, Norwegen und Schweden haben sehr viel mehr Geschichte miteinander als Finnland. Mit dem auf den Cornflakes-Schachteln in Dänemark steht immer Dänisch, Schwedisch und Norwegisch, glaube ich, drauf. Hey! Das sind die skandinavischen Länder. Ja, genau, und da steht dann immer so dreimal das Wort Reis. Warum kann man da überhaupt entlang? Lieber Herr Spieledesigner! Ja, was soll das denn? Einmal um den Block. Heutzutage kann wohl jeder ein Videospiel machen. Heutzutage ist wohl jeder ein Kritiker. Ja, ist es. Jeder ist ein Kritiker. Zum Beispiel Fully. Ja. Der Fully ist war mir wichtig. Auf jeden Fall stehen auf den Cornflakes-Schachteln immer drei Sprachen drauf, die sich alle so ähnlich sind, dass da einfach Schokolade dreimal gleich steht. Oh. So, wer hält jetzt eigentlich den alten Maeve auf? Jeder von denen in diesen Ländern würde wahrscheinlich Schwedisch auch verstehen, so. Ich glaube, der ist unaufhaltsam gerade. Der macht sein Ding. Tja, ich kann nicht viel machen irgendwie. Der rennt hier durch die Gegend, sammelt einen Stern nach dem anderen ein. Ja. Johnny ist einfach immer noch, er ist immer noch so gesalzen. Naja, in dem Fall, weil Maeve mir die ganze Zeit den Stern wegnimmt, der als nächstes er ist wie die Dose Erdnuss, er ist so. Jetzt ist meine Reihe dran mit dem Stern. Ich bin wirklich fertig. Ich muss mir die Hände waschen. Ja, den hole ich, oder? Jetzt schaffst du. Ob da komme ich hin. Träum weiter. Das schaffst du. Yes, nee. Das ist genau ein davor, oder? Nein, das ist. Junge. Steht doch da. Das sehe ich, aber ich dachte, das heißt dann. Wisst ihr, wie ich meine? Nee. Okay. Ich vertraue euch. Also du solltest am besten einen neuen würfeln. Ich habe einen neuen gewürfelt aus Versehen. Oh mein Gott. Puh. Warum klingt die Musik so, als würde man gerade das Schiff von Admiral Klingenbart erstürmen? Ja, so Astronautenmusik geht echt manchmal in die Richtung. Stimmt, ist so Piratenmusik, ne? Mhm. Naja, es ist halt auf ins Abenteuer Musik. Bis zur Unendlichkeit! War die immer auf dem Abenteuer? In einem Abenteuer? Ja. Oh, und wie war's? Cool. Abenteuerlich. Ich war schon mal auf Abenteuerzeit. Das war das Gleiche wie. Morgen hat letztens gefragt, ob wir schon mal auf einer Mario Party waren. Und Fully meinte so, ja, und dann so, und wie war's? Cool. Es war dasselbe Gespräch. Aber es gibt so Persönlichkeiten, wenn du sie so fragst, die erzählen dir auch einfach nicht mehr. Die sagen dann, cool, war schön. Ja. Das war's. Mir ist gerade einer begegnet. Ja. Lecker. Oh, ne? Moggy, direkt daneben. Oh, ja. Was wolltest du sagen, Fully? Es gibt Abenteuerspielplätze. Ich habe nie verstanden, was die sein sollten. Aber ich habe auch nie dran gedacht, mal zu googeln. Die sind super. Das sind doch die mit Wasser und sowas, oder? Ja, aber Abenteuerspielplätze sind einfach halt ein Spielplatz. Ja, wenn du so ein komisches Drahtseil ist, dass du runterschwingen kannst, dann ist es genug Abenteuer für mich. So Klettergerüste, die groß
Größer sind als die normalen. Ich habe Angst hatte, dass dieser komische Sitz einen wegbricht und man dann volle Kanne auf den Boden knallt. Jesus. Sitz. Na, es gibt auch diese Spielplätze, wo man so eine Seilbahn hat. So eine, ja. Eine Seilbahn. Und wenn die zusammenbrechen, habe ich immer gedacht, dann fliegst du volle Kanne auf den Boden. Mann, ich bin fast beim Stern. Und dann schlägst du dir dein Knie auf und dann blutet es und dann denken alle, also, du bist voll der Vollidiot. Ich auch. Au, war das eine Seilbahn über solidem... Ja, über Sand halt, ne? Über, ja gut, okay. Oder Erde. Mit Wurzeln. Also was passieren kann, ich mach das jetzt noch manchmal, dass ich so eine Seilbahn halt... Wie nennt man das? Fahre, also dass ich das schwinge... Und man ist halt so schwer, dass man unten eventuell aufditscht, wenn man erwachsen ist. Oh, ja, stimmt, die waren so super elastisch auch, ne? Ja. Also. Da muss man immer vorsichtig sein. Und vor allem, wenn man hinten anstößt, dass man dann nicht so ein Salto macht und einfach... Also ich weiß nur, dass ich so eine nicht mehr benutzen sollte. Aber die sind wirklich spaßig. Ich mag die immer noch. Ich weiß nicht, weil ich zuletzt eine gesehen habe. Ich auch nicht. Es ist halt genau hier in der Nähe ist so ein Spielplatz und ich habe, wie gesagt, einen Neffen, mit dem ich öfter auf den Spielplatz gehe, also... Oh. Schlafen und Schleichen. Das hatten wir so schon mal, Fässern, ne? Oder? Ah ja. Okay. Oh, aber was war die Steuerung? Ah, okay. Scheiße. Also, wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man hier so echt langer Delay, bis man sich verstecken kann. Ja, ja. Ich habe nicht schon lange W gedrückt, aber ja. Hä? Achso, ja. Morgi ist schon auf dem Rückweg, ey, der Lümmel. Ich liebe Doc. Ich hab gelernt, dass es hier nicht um Schnelligkeit geht. Oh, das war so knapp. Wie schnell warst du denn jetzt drinne? Krass. Oh, jetzt zieht er ja, durch, ne? Ich muss durchziehen, sonst hab ich verloren. Wie er wegrennt. Es geht nicht auf Zeit. Das ist das einzige Spiel, das ich gewonnen habe heute. Da ist ein Timer. Ja, aber es geht nicht insofern auf Zeit, glaube ich. Doch, Donkey Kong hat gewonnen. Ja, was soll ich... Ja, egal. Du musst schon schnell sein, aber du darfst halt nicht übertreiben. Ich vertraue lieber darauf, dass andere noch einen Fehler machen, als dass ich so schnell mache. Naja, das ist eigentlich keine falsche Einstellung. Aus seinem Leben vielleicht. Soll er morgen nochmal im Kreis laufen? Ich brauche beim Bewerbungsgespräch mich nicht anstrengen. Die anderen werden schon Scheiße bauen. Ja, warum nicht? Das ist ein Glücksfeld. Das stimmt. Das ist jetzt Moggis Geheim. Ja, das macht er jetzt noch 5 Runden lang. Und am Ende schießt er sich selber. Das ist ja auch ein Sternspot, seht ihr? Am Ende schießt er sich selber mit dem Strahl ab. Ey, der Stern jetzt ihr Spot, dann werdet ihr euch nicht mehr über mich lustig machen. Alter, ich hab 19 Münzen. Das wäre nicht gut. Ja, noch ist da auch kein Stern. Noch nicht, aber ich glaube, da kann halt einer sein. Da kann ziemlich sicher einer sein. Mave, was willst du jetzt machen? Der wird auf jeden Fall den Counter einen runtersetzen. Und dann wird's gefährlich. Huiuiui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh mein Gott, Moggy. Ist es das, was ich denke? Du läufst ja jetzt zweimal im Kreis und du wirst mich weglasern? Ja, ich glaube schon. Oh, das wäre sehr fair. Dann sehen wir es wenigstens mal. Nein, er läuft. Ach doch, ja. Oh, er läuft sogar noch aufs Itemfeld. Oh mein Gott. So direkt neben dir in der Spur. So, was passiert, wenn man davon erwischt wird? Das ist so super. Oh, nein! Donkey, geh nach rechts, geh nach rechts! Er blickt dem Tod ins Auge. Nein! Oh Gott, das Verderben. Ist da noch jemand? Okay, gut. Das war äußerst verderblich. Oh, da sind meine 19 Münzen weg. Ich glaube, der Münzstrahl macht, dass man alle Münzen verliert. Außer das Münzstrahl, das macht Sinn, ja. Gebeamt, der wurde sauber verbrannt. Der wurde sauber gelasert. Das hat doch nichts mit Beamen zu tun. Wobei doch, Beam heißt eigentlich auch nur Strahl. Jetzt hol mal Kann aus, so stark du kannst. Okay, Jungs, ich hol mal den Warp-Block. Pass auf. So läuft es immer. Hä, ich wusste gar nicht, dass man schon schlagen kann, bevor die Zeit runter ist. Ja, mit B. Ich wusste es. Oh. Ja, okay, besser als gar nichts. Na, jetzt kannst du ja auch im Kreis rumlaufen mit Moggy. Vielleicht habt ihr ein oder zwei Duelle zwischendrin. Vielleicht auch nicht. Das stimmt, ist ja schon wieder Duellzeit. Gute Zeiten. Ja,
Mit den Jungs. Ab der nächsten Runde. Bisschen mit den Jungs. Das ist doch schon Runde 10, oder? Ah, nee, stimmt. Das muss ja erst gespielt werden. Ja, genau. Mhm. Oh nein, sind die gebannt? Ja, die sind gebannt. Ja. Weißt du, gebannt? Deswegen Hundepfeifen gebannt? Nein, Hundepfeifen sind erlaubt. Die sind erlaubt, ja. Aber Goldröhren sind gebannt. Er kann sie hier keine kaufen. Ja, er könnte. Gib mir noch eine Hundepfeife. Was ist das für eine Pfeife? Geh da mal reinpfeifen. Oh nein! Kannst du in der Pfeife rauchen. Wir sehen, ob die richtig so gut pfeift, wie man sich erzählt. Was ist gerade passiert? Was war dieses Pfeifen? Weil wer hat gepfiffen? Hat jemand gepfiffen? Melf hat gepfiffen. Ich dachte, das wäre angebracht. Aber Moment, Nein, ich hab meinen Auftritt verpasst. Scheiße! Melf hat irgendwen gecatcallt. Ja, das ist die Pfeife jetzt. Ach so, ja. Oh. Soll ich auch nochmal pfeifen? Nicht von mir klauen. Ach Mann. Du hast ja auch nix. Ich weiß. Ich war zwar angepisst, aber Moggy ist einfach nur deprimiert. Nein, nicht wirklich. Ich habe einen Stern, ich bin zufrieden. Nein, mir geht's gut. Und wisst ihr, woher ich den Stern hab? Wir haben auch was Neues gesehen. Der Stern ist vom alten Jonas höchstpersönlich. Lebt der alte Jonas eigentlich noch? Nee. Nee. Der verlauste Jonas lebt schon lange nicht mehr. Im Film Master and Commander, da geht es um so Schifffahrt um 1800 oder so, keine Ahnung. Und dann, da gibt es den Begriff Jonas auf Schiffen für einen absoluten Unglücksbringer. Oh nein. Also Jonas, wir werden nicht da den Jonas komplett rausge... Also der eine bringt es voll. Das steigert direkt meine Siegeschance. Tor, hab komm schon, Tor. Nein. Nein, der Flitzebogen, nein. Das ist okay. Nicht der Flitgott! Das ist so scheiße. So unmöglich. Nein. Ich liebe es, mich nicht, ja, mich genau, nicht mehr bewegen kann. Schau euch das an. Ich kann nicht mehr was machen. Der Bogen trägt mich zur Seite. Rosalina, es liegt alles an dir. Morgi, du schaffst das. Du könntest das tatsächlich schaffen. Du hast gerade viel Bewegungsraum. Fucking Bowser Junior, du bist so unfair. Nein! Wisst ihr was? Morgi. Ich glaube, man kann das schaffen. Ich glaube, ernsthaft, man kann es schaffen. Morgi! Ich dachte, ich komme noch schnell genug weg. Ja, dachte ich auch. Ah, oh, dieses Spiel ist so dumm. Also selbst wenn man so... Es ist, Mave, es ist einfach so schwer zu gewinnen. Null nice. Münzen. Nach wie vor. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Spiel noch irgendwas machen können werde. Ich wer weiß, jetzt. Du hast noch 5 Runden Zeit. Ich habe bisher ein einziges Party. Minispiel gewonnen. Doch. Ja, wir haben noch ein Drittel der Party, da kann man auch recovern. Ich finde, ich habe die Liebe mehr verdient. Außerdem ist es Mario Party, kann auch alles passieren. Ein Stern. Gott. Okay, Experten. Also, wenn jetzt nicht Mario ausgewählt wird. Wario. Johnny wird der Expertentipp. Wahrscheinlich Johnny. Keiner Welt werde es ich. Ah ja, doch. Ja. Ja. Es wird immer der dritte Platz. Jetzt kriegst du bestimmt wieder den Goldrunde. Nein, es können alle sein. Aber weißt du, das ist der dritte Platz. Raubtruhe. Ich habe noch nie gesehen, dass der erste da reingezogen wird. Raubtruhe ist nicht so stark. Nee, das war wirklich kein starker Boost, muss ich sagen. Aber erstmal sehen. Tod ist so. Nein. Ah ja, die Bank ist doch voll. Die kann man rauben. Glaubt ihr, Todds Windel ist voll? Eine Aufgabe für Mori. Ja. Verzeihung. Hast du nicht den alten Windelträger gesehen? Das ist kein Windelträger. Das ist deren Kultur und Fashion. Stich ich dich drüber lustig? Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Hey, du kriegst 10 Münzen. Wow. Okay, immerhin, aber das bringt mir trotzdem nicht so viel, weil was soll ich jetzt machen? Du hast 16 Münzen am Ende. Ja, du kannst ja einfach in der Runde bleiben und den Mayfoss. Ich gehe jetzt hier rüber. Okay. Nicht nochmal eine Runde? Nein. Die Lektion habe ich gelernt. Okay. Und gleich ist der Stern da. Ich könnte ihn mir sowieso nicht leisten. Oh shit. Ja, das kommt mir das bekannt denn? Vor. Gott, ich habe. Und jetzt spawnt er mit Stern. Ja.
Wisst ihr, das stört mich, glaube ich, am meisten. Ich habe am Anfang direkt den 9 gewürfelt und danach waren meine. Ich habe so niedrig gewürfelt. Ist ja was, ich sag's einfach, wie es ist. Ich kann nichts dafür, dass ich verliere. Das Spiel ist schuld. Ja, doch. Ja, doch. Ich würde sagen, darin ist jetzt Johnny schuld, dass ich den Stern nicht kaufen kann. Ja. Aber das ist okay. Ich meine, das war meine Absicht. Ich habe extra auf die Karte geguckt, ob du schon da bist. Mhm. Ich hätte werde mehr. Das ist nicht unbedingt in meiner Nähe. Nee, du hast dich für eine falsche Richtung entschieden, würde ich sagen. Ich hätte gehört, wenn er jetzt da wäre. Ja, Mogi hätte nach oben laufen müssen. Auch dann glaube ich nicht, dass ich wirklich schneller wäre als die anderen. Diese Map ist aber auch so Items. Groß. Ja, die Map ist wirklich riesig für die paar Runden, die wir spielen. Das kann ich wirklich nicht gebrauchen. Der muss auch ein bisschen sich um Bürokratie kümmern. Oh, nein. Die Koopa-Bank! Ah, nein, doch nicht. Warum verschätze ich mich da immer? Ich check's nicht. Gratulation! Glaubt ihr, das hat schon mal irgendjemand verwendet, um jemanden dafür zu gratulieren, dass er einen Stern geholt hat? Ganz tatsächlich bestimmt. In einer Random-Runde schon mal, ja. Und dann habe ich den Stern nicht gekauft. Also ich war auf dem Feld, Leute haben Gratulation gesagt und ich habe mir den Stern nicht gekauft. Das war so ein guter Move! Bin sehr zufrieden mit meiner Runde gerade. Ja. Ich auch okay. Mit meiner. Ja, bei dir ist es wirklich eine Runde gewesen. Und ich krieg jetzt eine Goldröhre. Verdammt, die darf man nutzen. Eine Katzengoldröhre. Keine, ist keine dabei. Aber 7 Münzen. Ist yes. Okay. Was ist eine Katzengoldröhre? Da kriegst du noch Münzen da dazu. Da kriegst du eine Katzin. Wow. Ich dachte Katze. Der Himmel. Was ist der Himmel? Oh, ist das wo die Kupfer springt? Oh nein, ach, das ist das. Oh, ich hasse das. Ich zieh euch so ab. Ja. Wow. Mogi, ich traut euch nur einfach nicht. Nein, ich trau mich, aber ich kann's einfach nicht. Oh, nein. Oh, da war ein Lag. Ich hab grad geschaut, wie hoch Mario ist mit den Ranken. Und ich muss sagen... Fuck! Da kommt die Polizei. Die Polizei. Ja, das war bei mir. Moment, das ist ein Problem. Das war bei mir, das war Polizei. Ah. Hey, oh, ich Platz 2! Oh, bin ich scheiße! Wir haben mal runtergefallen. Na, ja, 92 Meter. Ich möchte mal anmerken, dass das nicht schlecht war für mich. Das war gut. Reicht aber nicht für 20 Münzen? Noch nicht. Eine kriegst du noch, bestimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst eine Münze noch in dieser Runde bekommen. Das werden wir sehen. Ist ja auch noch ein bisschen weiterer Weg dahin. Da kannst du noch... Okay, ich werde was Gutes würfeln, okay? Okay. Ja. Boom! Weißt du, was ich mach? Ich geh sind zum drei. Buhu. Oh, okay. Ich geh zum Buhu und hol mir von Moggy den Stern zurück. Oh, Moggy! Was soll das denn? Weißt du was? Du hast doch keine Münze bekommen. Ich bin nach wie vor weit von den 20 entfernt. Weiter denn je, würde ich fast sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin mit so viel Abstand letzter in jeder Hinsicht. Ja, vielleicht gibt's noch Bonussterne. Ich mag es, dass der eine Stern, den ich hab, den hab ich nur, weil ich den Johnny klauen konnte über den Buhu. Ich bin nicht einmal zum Stern gekommen, ansonsten. Ich werde mir den zurückholen. Ich war nicht mal einmal da und konnte mir nicht kaufen, also ich war nullmal bei dem Stern. Ich bin auf dem Weg zum Buhu. Vielleicht schaffe ich es noch. Du würdest den Stern aber nicht von mir zurückklauen, oder? Mal gucken. Das hat ein paar Mal jetzt gesagt. Mal sehen, wie du mich behandelst die nächste Runde. Ah, wo kann ich denn so hin? Weißt du, Johnny? In der Vergangenheit habe ich dich immer mehr wie ein Hund gesehen, aber... Jetzt wäre das mit der Rangliste auch... Shit. Mir ist der Controller runtergefallen. Das war Karma. Auf den Schreck. Aha. Auf jeden Fall möchte ich sagen, ich habe das Gefühl, ich sollte dich mehr wie einen richtigen einen Freund behandeln. Okay. Das gefällt mir. Wie willst du es anstellen? Oh.
Ich sehe schon, ihr seid alle drei gegen mich. Ich habe keine Freunde hier, wie es aussieht. Komm schon, Flitzebogen. Okay, dann werden wir mal nicht drehen mit dem Handballen. Ich weiß gerade nicht. Beziehungsweise mit der Handfläche. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung. Ist es egal? Ja, ja, ist egal, glaube ich. Komm mal rüber! Was? Wie schnell kann Mori das? Ach, warte, wir haben Fully im Team, der dreht nicht richtig. Das machst du ja nicht. Das war der Handball übrigens. Heißt doch überhaupt nicht, dass ich das... Was? Du drehst doch mit dem Daumen, oder? Was soll das denn bedeuten? Das heißt doch gar nicht... Natürlich heißt es das. Es ist so, als würdest du sagen, mit der Pike kann ich genauso schnell schießen wie mit dem Spann. Ja, stell dir das mal vor. Oh mein Gott! Ich kann einfach nichts machen. Slow and steady. Ich komm einfach zu 16. 16 insane. Das ist so langsam. Das wird nichts, oder? Das könntest du schaffen. Hoffentlich bekommst du eine 2. Eine 1. Nein, es wird nichts. Er hat jetzt schon doppelt so viel wie ich mit meinem Doppelten. Oh, Glück gehabt. Wow, er bekommt auch ein Pasch, aber seiner ist viermal so hoch wie meiner. Ja, aber er kriegt genau die gleichen Münzen, ne? Ja, aber er kann dafür viermal so weit laufen. Er kann 8 laufen. Das war wieder so eine Situation, wo Moggy halt Mathe anwendet, obwohl es nicht unbedingt verlangt war. Das war ja schon, es war eine hohe Zahl, die hier geschubst wurden. Ich frage mich, ob Johnny eine 7 schafft. Nee, ich würde mal ganz kurz schauen wollen, worauf ich lande, wenn es genehm ist. Gönn dir. Auf den Stern? Ja, ich könnte nämlich auf dem Bowserfeld landen. Okay, 10 sollte reichen. Warum hat Wario eigentlich solche Elfenohren? Das ist ja einfach nur spitz, er spitzt so. Weil die immer die Ohren langgezogen wurden. Weiß ich aber auch nicht genau. Einfach als Antagonistendesign. Ich habe noch nie einen Antagonist gesehen, der ein T-Shirt trägt. Was? Wario trägt einfach ein T-Shirt. Irgendwie habe ich nie drüber nachgedacht. Nenn mir einen Bösewicht, der ein T-Shirt trägt. Boah, ich wünschte, ich hätte sofort einen gehabt. Ja, ich warte. Jetzt bin ich auch in einem Spot irgendwie, ne? Kein Commentary für die nächste Runde. Das müssen wir erstmal drüber nachdenken. Diese Stille. Ich gehe gerade so viele Dinge durch. Das ist keine leichte Frage. Ich habe an James Bond-Filme gedacht oder so. Mhm. Aber die tragen meistens einen Anzug, ne? Ich liebe es übrigens, dass der fucking Stern drei Felder hinter mir gespawnt ist. Ja. Es gilt jetzt aber nicht sowas wie Flash aus Spider-Man, oder? Keine Ahnung. Alles denn? Jeder hat mein Gott. Ich wüsste, wie der aussieht. Ich habe ja gar nicht genug Münzen für den Boohoo. Ich hätte davor landen sollen. Vielleicht kann der Maeve ein paar leihen. Das war so dumm. Ich hatte den Glückswürfel und hab's wär verschissen. Wäre nicht dein erster auf Boohoo basierender Fehler in diesem Spiel. Ach. Ich mag den Satz auf Boohoo basierender Fehler. Ja, yeah, der alte Yoshi. Der ich hätte hat für den Geld. Der ist unser für Kredit, den Kommentar Yoshi. Hätte ich halt fast gerade Moggy ausgewählt, aber dann dachte ich, kennt ihr den Typen von Eis am Stiel, der immer den anderen das Geld pumpen muss? Was? Das bist du. Ich kenne weder Eis am Stiel noch was. Okay, das sind alte Filme. Deswegen kennt ihr die wahrscheinlich nicht. Das kann sein. War Eis am Stiel wie die nackte Kanone? Nee, aber da waren auch ziemlich viele nackt. Achso. Das gibt's echt nicht. Wie konnte ich das nicht sehen, dass ich nicht genug Münzen habe? Oh, schaffst du es? Er schießt sich selbst ab. Schaffst du den Schlüssel zu erwischen? Oh. Ich will keinen Schlüssel. So ist... Gewonnen! Du wirst dich auch nicht erwischen, das macht dir da keine Sorgen drum. Den hat doch niemand erwischt. Ja, gut, hast du einen Punkt. Sollst du nur versuchen. Hat Ganondorf ein T-Shirt? Ein Doppelwürfel ist gut. Ganondorf hat so einen komischen Lederoberteil. Ja, aber hat er vielleicht ein T-Shirt und Trikot an? Ich bin halt echt im Überlegen. Es gibt safe irgendeinen Antagonist, der hat einfach nur ein T-Shirt an. Oh, hier, zurück in die Zukunft. Wie heißt er? Keine Ahnung. Billy? Wie heißt er denn? Billy, was? Hieß er nicht so oder so? Nein, aber irgendwas mit Buff irgendwie. Ah, genau. Buff, ja. Biff, keine Ahnung, Biff. Irgendwie so. Irgendwie so, ja. Biff Tannen? Der hat doch bestimmt ein T-Shirt.
Ja, klar. Der hat doch bestimmt ein T-Shirt. Da bin ich überzeugt. Wie geht das? Oh, das habe ich noch nie gespielt. Oh, das ist mit den Tränen dann noch. Was? Was für Tränen? Wahaha. Warte mal, wie dreht man sich? Ich drehe mich, aber es passiert nichts. Wir haben das schon mal gespielt. Was wollt ihr? Wir haben das noch nie. Ich habe das noch nie gespielt. Ich habe das noch nie gespielt. Doch, das haben wir schon ein paar Mal gespielt. Ich bin mir so sicher, dass Moggy mich hier mal weggebounced hat. Nein. Nein, das haben wir sicher, noch nie ich gespielt. Ich habe das noch nie gespielt. Okay. Ich weiß nicht, wie man dreht. Mit B. Und mal A und B gleichzeitig, glaube ich. A und B gleichzeitig? Man muss springen und wenn man hoch genug gesprungen ist, dann kann man sich drehen erst. Aber man kann manuell extra weit hochspringen, oder wie? Ja, wenn du, wenn du aufkommst und dann genau A drückst, glaube ich. Wieder letzter. Das hat mir nichts gebracht. Jetzt gefühlt skilltechnisch war ich in diesem Spiel immer weiter zurück. Ich glaube, ich habe weiß nicht, ob Skill hier wirklich so. Also, nein. Pass auf, ich habe zwei Minispiele gewonnen bisher. Zwei, ja. Und das war wirklich schlecht. Ja. Ich glaube, ich habe in dieser Runde die meisten Minispiele mal gewonnen. Nee, du bist einfach nur reich. Ja. Fully denkt wie immer, dass er die meisten hat. Nein, ich denke das nie. Ich denke das mal. Nie. Ja. Ach nein, Fully denkt das sonst immer so gut. Aber Fully, denkst du denn gerade, dass du die meisten Minispiele gewonnen hast? Nein, überhaupt nicht. Dieses gewonnene Minispiel befindet sich gerade mit uns hier im Raum. Halt die Schnauze. Also, kann es uns gerade hören? Diese Fähigkeiten, die du in den ganzen alten Teilen hast. Mein Gott. Welche Runde ist das eigentlich? Runde 14 von 15? Oh. Mann, ich hätte diesen Buhu so dringend gebraucht. Das ist so dumm. Ich hatte einen Glückswürfel und ich bin zu dämlich. Johnny war immer dieser Sound da hinten. Dieses. Weil ich einfach zu dumm war. Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Es tut mir leid, ich will gucken, ob hier noch ein Buhu irgendwie möglich ist für mich. Oben links ist auf jeden Fall einer. Immer auf die Karte schauen, aber bloß nicht nach dem Weg. Du könntest noch mit dem Schlüssel in den Schanksfelder reingehen. Männer! Ich sag's, ich meine Stand-up-Nummer. Es ist, ich verliere zwar hier in Mario Party, aber ich habe das Gefühl, ich lerne wichtige Lektionen für meinen großen Auftritt. Manchmal bin ich mir da nicht so sicher. Nach der Party bist du bereit für die große Bühne. Frauen sind sich nie so ganz sicher. Okay. Gabeln, habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ja. Yeah. Was soll gabel das denn? Gleich. Was sollen Gabeln? Was soll das denn überhaupt? Ich meine, ich habe schon von Löffel gehört, aber wie ist das? Hat jemand Löffel einfach kaputt gemacht und gesagt, das ist eine Gabel? Ich meine, du sollst dein Essen damit aufpieksen, aber sonst? Wem helfen die Dinger? Hab ich recht? Woher habt ihr das? Seinfeld oder so. Nein, das ist von irgendwo. Das ist einfach Stand-up. Ja. Eure Impro-Nummer oder was? Ja. Sie ist noch nicht so gut, aber wir arbeiten dran, wir üben. Das ist nicht so gut. Da stimme ich zu. Gott, ich hasse dieses Minispiel. Oh nein, ich habe euch gerade so geholfen. Oh Gott. Nein! Johnny, der Joshua! Jetzt habe ich Johnny gerade einen Hund genannt. Morgi, das kommt von dir, ne? Oh, er nimmt die ganzen Geld. Bin ich schon wieder ein Hund? Natürlich, wirklich, Johnny. Gott, ich hasse es, dass wenn man eingesaut wird, dass man das für den Rest des Spiels weg ist. Ja. Er hat so viele Münzen bekommen, schau ich das an. Ja, man kommt halt auch nicht ran, wenn er dann umdreht. Ja, wenn man rankommt, wenn halt, man eingesaugt ist, dann fürs gesamte Spiel weg. Ja, genau, das meinte ich damit. Das passiert immer. Man muss sich nur darauf konzentrieren, die Geldsäcke zu holen, dann kriegt ihr auch nicht genug. Man kann sich kaum darauf konzentrieren. Nein, ich muss mich nur darauf konzentrieren, die Geldsäcke zu holen, dann habt ihr eh nicht genug. Ach so, hast du gut gemacht. Ich muss echt nicht viel machen. Die letzte Runde. Donkey Kong ist am Zug. Okay, Donkey Kong. Was ist dein Plan? Oh nein. Oh. Bitte nicht ich. Oh Mann. Okay. Okay, gut. Ja, das war's für mich.
31. Es wäre 31 gewesen. Wie könnte es für mich nicht gewesen sein? Nein, ich will zum Buhu. Aber ist hier ein Buhu in der Gegend? Ich kann eh nichts leisten. Aber ich glaube, ich schaff's eh nicht zum Buhu, also. Na, das war eine coole Runde. Okay. Mann, hätte ich Maeve noch einen Stern abgeluchst, das wäre echt. Boah. Ich dachte, du wolltest Smoggy den Kill. Oh, Maeve. Maeve ist der Königsmacher. Ja, er macht sich selbst zum König. Aber wen machst du zum Bauern? Wobei, es wäre einfach nur rausgeschmissenes Geld. Maeve hätte ihn sich zurückgeholt. Ha. Ich würde zufällig machen, ehrlich gesagt. Zufällig ist schon nice. Du hast so oder so dann am meisten. Ich würde gerne nur zwischen den beiden hier zufällig machen. Nein, mach zwischen allen. Ich denke, das ist fair. Das ist die letzte Runde, du gehst auf volles Risiko. Kannst auch eine Münze werfen. Ja, yeah, fix dich, Johnny. So ich wollte, so dass Johnny ihn verliert. So angepisst. Der hätte ja meist mit die Spiele gewonnen. Ich bin so angepisst. Der ist so sauer. Ich bin so sauer. Seht ihr den Säuregehalt? Aber der pH-Wert ist... Kommt Fully nicht auch noch hier vorbei? Ja. Ja, aber er wird von dir klauen, Max. Als andere würde keinen Sinn ergeben. Ja, ich hätte Fully geklaut. Hättest du mir vorhin geklaut, hätte ich zurückgeklaut. Hätten wir nur Geld rausgeworfen. Oh, Fully, ich hab dir keinen geklaut, ja? Ich hoffe, das weißt du nachher gleich zu schätzen. Ich meine, aber... nicht versucht, hätte er den Zufall fallen lassen. Zufall oder keine Eier? Okay. er will nur gewinnen. Da ist nur Moggy hier oben. Schade. Na, bin ich nicht irgendwo unten oder so? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin mehr. Du hast mit mir getauscht, du bist da oben. Ich weiß nicht mehr, wo ich rausgekommen bin. Es war einfach nichts. Alter, warte das mal. Das Ding ist, wenn ich keinen Bonusstern bekomme oder so, dann habe ich einen Nachteil gegenüber Maeve. Ich weiß doch nicht, warum ich das machen sollte, aber ich mach's. Ich glaube, ich kann mit Moggy mich duellieren. Dann haben wir wieder die gute alte. Wir kämpfen nochmal um was. Runde. Das wäre das Leben. Ein voller Zehner? Aber Orangensaft, habe ich recht. Was? Das Zeug wächst auf Bäumen und ist trotzdem so teuer. Ja, nein, ich will nichts einzahlen. Keine Entscheidung, ne? Das wächst auf Bäumen, aber es ist trotzdem so teuer. Warte, was? Das ist lustig. Ja, was? Es ist genau schon wieder so weit. Oh, noch um Sternen jetzt, komm. Warte, ich hab das angekündigt, Moggy. Achso, ich wusste nicht, dass... Oh, es geht nur um Münzen. Ah, stimmt. Du weißt ja, wofür es an der Zeit ist. Das ist eine alte Tradition. 46! Genau deswegen habe ich es doch gesagt. Und am Ende hat Moggy einfach über die Hälfte. Wisst ihr, was jetzt kommt? Das jetzt kommt das Uhren-Minispiel und ich spawne außen. Komm schon. Und du verlierst trotzdem, das wäre das Ja, Leben. Ich verliere trotzdem, habe ich auch gerade gedacht. Okay, keine Erklärung, das macht die ganze Sache so spaßig. Oh nein! Wie steuert man das? Okay, ja, so. Wie war das nochmal? Ja. Wie oft haben wir die beiden das schon machen sehen? Einmal. Sehr oft. Einmal. Und soll ich dir mal sagen, wie oft ich schon gespielt? Soll ich dir sagen, wie oft ich das schon gespielt habe? Noch nie. Ha? Ja, ich schon einmal. Und wow, wie soll man denn. Oh mein Gott, wie hast du das gemacht? Keine Ahnung. Affenreflexe. Oh fuck. Oh, Johnny, richtig gut. Das war. Was? Nein! War ein guter Call an meiner Stelle. Das ist viel schwerer als sonst, habe ich das Gefühl. Es liegt am Konkurrenzdruck. Nein! Gleich auf! Uiuiuiui! Der Affe ist gleich da! Der Affe ist hier lang! Okay, oh nein, mein Gott, ja! Was? Nein, komm schon! Denn? Nein, ich darf so nicht. Foto-Finish! Was? Das kann nicht sein, dass jetzt irgendwie entschieden wurde. Das muss ein Unentschieden sein. Ich wollte gerade sagen. Ihr beiden, ne? Oh mein Gott. Euch zwei. Okay, ich wusste nicht, dass in dem Spiel unentschieden möglich ist, aber... Okay, dann danke für deine Münzen. Ja, du hast meine dafür bekommen. Es war mir eine Ehre, Moggy, diese letzte Runde nochmal auszukosten. Das war seltsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist wie, wenn man sich verabschiedet und dann in dieselbe Richtung weggeht. Ja, das ist super unangenehm. Willst du noch auf mein Feld landen? Das wäre nice. Nein.
No. Passiert aber gar nicht so oft. Ich frage immer, wo gehst du hin? So, in welche Richtung gehst du? Und dann weiß man's. Ob man sich schon verabschieden oder muss. Oder keiner Eier. Ja, shit. Fully ist ja noch auf dem... Mel möchte nur eine Chance haben zu Zufall gewinnen. Wenn du Zufall nimmst, dann bin ich so sauer. Wenn du dich davon beeinflussen lässt, dass Mel dir Zufall unterstellt, keine Eier zu haben. Keine Eier. Ich habe auch Zufall genommen. Ich ja, aber die. Willst du mich verarschen? Das ist eine komplett andere Situation bei dir. Ja. Und dir war es egal, wen du nimmst. Jetzt natürlich die Frage. Glaubst du, Ostern ist ein wichtiger Feiertag in unserer christlichen Gesellschaft? Nee, deswegen klaue ich Yoshi. Sehr gut. Ach, komm schon. Kannst dich nicht mal beschweren, Mate. Es ist so logisch, das von dir zu nehmen. Ey, wenn Fully diese Mario Party gewinnt, das ist so... Dann habe ich dich mit den meisten Wins überholt, oder? Ich find das gar nicht so also Fully hat gut gespielt. Vielleicht gewinne auch ich. Ich finde auch, dass ich gut gespielt habe, aber ich habe einen. Oh mein Gott, ist das zweite Mal! Was ist der vierte Stern? Das ist der vierte Stern, ja. Oh. Nein. Wie viele versteckte Blöcke gibt es eigentlich? Weiß ich nicht, aber ich habe 3 gefunden. Ich dachte, es gibt 3 insgesamt. Das waren jetzt 4 in dieser Runde, oder? Deswegen dachte ich, da muss ein Stück haben. Kann mir, ja. Aber kann da überhaupt ein Stern drin sein? Der Lawinenschlawiner. Ja, da kann ein Stern drin sein. Einmal hatte ich das sogar. Wie geht denn? Was war das? Oh, das war das, okay. Das ist so ein schöner Abschluss. Das ist ein gutes Finale. Ja. Oh, ich hab vergessen, welchen Knopf. AB. Lass mich in Ruhe, Moggy. Was denn? Fully Fokus mich. Fully, schaut auf meinen Bildschirm. Hä? Das war seltsam, ich beschwere mich nicht. Ja, was soll das? So, ich mach jetzt einen richtig großen Schneeball. Ich wollte jetzt mal einen richtigen Schneeball. Aua! Oh, das war so gefährlich. Oh nein! Nein! Oh mein Gott, das macht fast zu viel Spaß wie in echt. Wenn man ich stehe hier gefährlich, habe ich das Gefühl. Mitten ins Gesicht. Oh! Ey! Mav ist so geflogen. Geh mal weg! Vorsicht, wir müssen uns von Fully retten. Nein, Moggy! Alles gut, ich habe alles unter Kontrolle. Ach, und Moggy fliegt nicht raus mit so einem... Und jetzt gehen wir auf Fully, pass mal auf. Warum ist die Zeit gleich rum? Ich finde, das sollte bis zum Ende gespielt werden. Ah, nein! Nicht auf mich, Moggy! Oh! Was? Wie kann das so stark sein? Das war ein großer Schneeball, mein Freund. Die hat dann so geglitzert. Ich würde euch Fully rauswerfen. Ja, du warst im Weg. Einfach als Kreuzfeuer gelandet. Oh, ich hoffe, der Minispielstern kommt und ich hoffe, ich gewinne und nicht Johnny gewinnt ihn. Das war voll spaßig. Item. Das ist ein gutes Minispiel. Ich nicht viel Items gehabt? Den hat Fully doch, oder? Was ist das für ein Bonus? Item. Aha. Okay. Ja, ich hatte ein paar Items. Go. Alter, die Prophezeiung, ich habe das Item-Box-Ding nicht umsonst bekommen. Oh, den hat Fully. Er ist der eine mit dem Bowser-Feld. Ja, das ist Fully. Ich war der eine. Let's go. So eine Dreckssterne hier. Variusblick. Gute Runde, Jungs. Das Endergebnis. Ja. Ich frag mich, was ich am besten gemacht habe. Glückwunsch, Fully. Dankeschön. Ja. Ich bin noch Dritter geworden, ey. Stell dir mal vor, ey. Ja, Dritter wäre, das wäre peinlich. Was sagt er da? Du bist der Superstar! Du bist der Superstar! Yeah. Voll das Schöne. Ja, das ist, das ist ja wirklich passiert. Ja, das kann ich einfach nur, das kann ich soweit nur bestätigen. Das ist ja wirklich passiert. Oh, ich liebe das. Oh erster mein Platz Gott. Gestanden, sensationelle Vorstellung. Dass du so viele versteckte Blöcke gefunden hast, war natürlich hier. Mavi, so bist du so verliebt. Ich glaube, ich hab Bock auf deinen Pilz, glaube ich. Ja. Er schmacht einfach. Was hat Wario geschafft? Ist die meisten Münzen von allen gesammelt. Wie kann das sein? Ich denke, wir haben 14 Münzen damals gesammelt, dann noch gezählt. Weil das Duell dazu zählt. Ja. So, echt? Das ist aber seltsam, ich habe das doch gesetzt und zurückbekommen. Ob es kann man nicht spielen. Okay. So, jetzt aber echt ich stelle mir wirklich die Frage: Was habe ich geschafft? Ich weiß es nicht wirklich. Okay. Ich bin gespannt. Du hast die meisten Münzen verloren.
Du hast oft dein eigenes Feld besucht. Könntest du die Raumschiffe abhängen? Nein, konnte er nicht. Warte, ich habe nicht so Frage. Oft dein eigenes hast, Feld hast besucht. Ich glaube, das war einmal. Ich glaube, nicht nur die. Nicht nur das mit den Raumschiffen, oder? Doch, das sind nur die. Hm. Ja, eigentlich schon. Also. Oh, Johnny hat 4 Münzen mehr als ich. Hat am Ende gereicht für den zweiten Platz. Das ist so seltsam, dass das muss ja daher kommen. Von diesem Spiel gegen Mori. Einfach 3 versteckte Blöcke. Das ist so dumm. Oh mein Gott, Johnny hat 11 Items verwendet. Scheinbar. Ja. Ich war auf den meisten roten Feldern. Gott. Oh, ich war Johnny, auch zweimal Johnny auf meinem eigenen Feld. Johnny ist ein Feld weitergelaufen als ich. Boah, schau mal, wie viele eigenes Felder nicht war. Das war meine stell dir Leistung. Vor, das hätte dir, stell dir vor, das wäre doch der nächste Stern gewesen. Dann hätte ich gewonnen. Nee, hätte ich nicht. Ah, okay. Das Einzige, doch, wo ich am besten war, war wirklich... Doch, dann hätte ich gewonnen, hätte ich um ein Feld. Wäre das der Bonusstern gewesen, hätte ich mit einem Feld die Party gewonnen. Alter. Hast du mehr Münzen als ich? Ja. Ah, okay. Alter. Ich wollte ja der eigentlich Graf auch noch Mu einsetzen, deswegen, das war meine eigene Schuld, dass ich so schlecht war am Ende. Dafür ist das Bild am Ende sehr passend. Das ist Johnny mit den Items. Rosalina gewinnt, Yoshi ist anwesend und ich werde geröstet. Stimmt, du standst auch geröstet. Noch genau dort. Na, aber gut, dann würde ich sagen... Vielleicht ist es wirklich was passiert ist in der Runde. Das kann schon sein, ja. Ich denke, weil ich habe die Items. Es lehnt sich so ein bisschen daran an. Also, Ich habe das bekommen, was bei mir war. Mit den, was hattest du, Mate? Minispiele. Ja gut, das kann man schlechter darstellen, ja. So. Und ich, ja. Ich wurde vom, das wäre aber eine aufwendige Programmierung für diese Fotos, würde ich sagen. Das ist einfach cool. Ich denke, es ist nicht so aufwendig. Doch, es sind so viele Möglichkeiten, auch für die ganzen Charaktere. Vielleicht gibt es ja, deswegen denke, so wenig Charaktere. Es gibt ein paar Dinge, die tatsächlich da mit einfließen dann am Ende. Das kann ich meine, das ist das erste Mal, wo wir uns denken, oh, basiert das vielleicht wirklich darauf? Dementsprechend könnte es auch einfach Zufall sein. Es ist ja immer anhand der Platzierung, was du erreicht hast. Nein, ich finde, es reicht für eine Feldstudie. Also, das kann man so eigentlich abgeben. Okay. Dann würde ich sagen, wir geben das so ab und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, tschüss. Wird vor Weihnachten eh nicht mehr korrigiert. Ja, das stimmt.